begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird der Held aus Davids Stamm, zum Trost, zum Heil der Erden, einmal geboren werden. Nun wird der Stern aus Jakob scheinen, sein Strahl bricht schon. Thank you.
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in ihrer Herberge. Sein zu sehen, wie ihn der Menschen Leid bewegt. In die
geliebten Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. Selbst als Mensch geboren werden. Großer
weckten des Nachts ihre Hirte. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie. Und sie fürchten sich lässt er nun dem Hirten vorerfüllt erweisen. Ein Hirt hat alles das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllt wissen. Ah.
lebt die Freude, heißt zu schön. Lebt die Freude, heißt zu schön. Such die Anmut zu gewinnen. Geht und labet und labet Herz und Sinnen und labet Herz und Sinnen. Geht die Freude, heißt so schön. Geht die Freude, heißt so schön. Sucht die Armut zu gewinnen. Geht und labet Herz und Sinnen. Zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Thank you.
bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Dass es uns heut so schön gelinget. Auf denn, wir stimmen mit euch ein, uns kann es so wie euch erfreuen.
fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Thank you.
Sie kamen eilend und fanden beide, Mariam und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Musik
Und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
Die Weisen heimlich und lernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre, und weiset sie gen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbitte. Kraft kein Mensch erwisst, bleibt durch sie.
den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. So geht genug, mein Schatz geht nicht von hier, ihr bleibet da bei mir, ich will ihn auch nicht von mir lassen. Und führ dich ängstlich zu dir fliehen.
erschrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Und mit ihr stolze Feinde erschrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. So grimmig schämen, droht nur mich ganz und gar zu fällen. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Noch so grimmig schellen, droht nur mich ganz und gar zu fällen. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Doch seht, mein Heiland wohnet hier.
Thank you.